Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Crimson World 2 Video hier auf der LGV Mediterranee Marcel Avignon. Heute kümmern wir uns um das zweite Szenario Marcel und zurück. Fahren Sie einen Hochgeschwindigkeitszug nach Marcel inklusive Rückfahrt nach Avignon. Selbstverständlich wieder im TGV Duplex. Ich glaube, auf der Strecke gibt es auch nur einen TGV Duplex. 60 Minuten soll das Ganze dauern, 1 von 5 Schwierigkeit, 7700 Punkte, also 7,7. Wir schreiben szenariomäßig das Datum, das Datum 15.06.2020, 12.30 Uhr. Willkommen in Avignon. Heute werden Sie diesen Zug nach Marcel über Aix-en-Provence fahren. Öffnen Sie die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Über Aix-en-Provence heißt, wir halten auch in Aix-en-Provence. Aber bevor wir das machen, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir schon mal hier die paar Sachen mitnehmen. Was haben wir denn? Oh Gott, das waren eine Menge Sachen, die wir hier machen konnten, ne? Aber wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Sachen hier. Einmal Erste-Hilfe-Koffer und dann ein TGW-Plakat. Ein Plakat allgemein. Prise en Tresor. Ah, das ist schon auch schön, das Wetter. Wir haben ja auch den 15.06.2020, schreiben wir zumindest gerade in-game hier. Dann setzen wir uns mal hin, entriegeln die Türen. Würde ich mich spoilern lassen oder nicht? Oder spoilern lassen, ob wir ein Aix-en-Provence tatsächlich halten oder nicht. Na, lassen wir mal. Es ist Zeit zum Losfahren, schließen Sie die Türen. Das war die verkehrte Seite. Richtige Knöpfe drücken kann ich. Wunderbar, dann lösen wir die Zugbremse, bis der TGV-Nadelauf 5 bar steht. Dann können wir die Leistung erhöhen, um loszufahren. Allerdings gehen wir auf Geschwindigkeits Vorgabe, schalten die auf 170 und geben Leistung. Wir halten tatsächlich, wir fahren über Aix-en-Provence, wir halten nicht in Aix-en-Provence. Aber, das will ich aktivieren. Verwirrt. Muss es auf normal sein oder auf isoliert? Auf normal, ne? Ja, auf normal. Das heißt, wir sollten jetzt auch im hinteren Teil draußen sein. Oh, was haben wir denn hier? Ein Ende. Interessant. Interessante Weiche. Dann können wir auch jetzt mal Vollleistung geben. Hoffentlich bremse ich auch gut runter. Wir müssen jetzt auch gut den Spot erwischen. Haben natürlich erst nach Aix-en-Provence, wo wir in den Gleichstrom übergehen. Sieht schon nice aus, so im Dunkeln hier. Hat schon was. Ich muss mich nur noch ein bisschen mehr mit den Signalbildern und so weiter aus beschäftigen, aber das kommt mit der Zeit. Wir werden ja noch ab und zu Szenarien auch fahren und so, und bis dahin irgendwann werde ich dann alles auch besser wissen, aber schon mal gut, mit den Zugsicherheitssystemen fahren kann. Ein Elftel der Punkte haben wir schon. Sprich, ungefähr 5 Kilometer nach Aix-en-Provence würde ich, glaube ich,
komplett runterbremsen auf 160 oder eigentlich schon bei Aix-en-Provence runterbremsen. Es sei denn, wir sollen das schon vorher machen. Einfach aus dem Grund, weil... weil wir halt ja danach auch erst im 100, nur im 160 km pro Stunde Bereich sind. Bei Marseille. Da das Umstellen auf Wechselstrom wird auch wieder spannend. Da muss ich darauf achten, dass ich hier den Leistungsschalter nicht vergesse. Das heißt, wir bekommen 500 Punkte für Aix-en-Provence, dann nochmal 1000 Punkte, dann nochmal 500 Punkte für Aix-en-Provence, also sagen wir mal, wir bekommen noch, also Aix-en-Provence, Marseille und dann nochmal Avignon. Das heißt, wir bekommen allein 3000 Punkte mindestens, also maximal, mindestens maximal für einfach stumpfes Fahren. Okay, man kann das gar nicht höher schon als 320 km pro Stunde. Ah, schön. Und das, vor allem jetzt erleben wir das Ganze auch mal wieder hier bei Tageslicht, was ja auch schön ist. Oh, ein Tunnel. So, ich muss nur jetzt dran denken, mitzubremsen mit der Lokbremse, wenn es jetzt gleich wieder bergab geht. Allerdings der Teil, der kommt ja erst noch, ne? Wir haben noch ein bisschen Entspannung vor uns. Mehr oder weniger. Bis es dann in den hügeligen Abschnitt kommt. Bis es dann, ja, bis wir dann in den Erfolg kommen. So, 46 Punkte. Das ist schon eine schöne Landschaft hier. Man kann sich zwar nicht so wirklich gut, zumindest in unserem aktuellen Modus, so gut achten, aber... Schon nice, so hier... Die Industrie, dann die Felder, die Seen, die Brücken, die Aquädukte. Hier ein Bauernhof, ein kleines Bauernhöfchen oder Weingut, wer weiß das schon. Ich glaube, es soll eher Weingut darstellen, wenn ich mir das so anschaue. Jetzt geht es bergauf, das heißt, es geht auch gleich wieder bergab. Ah, schön, jetzt auch hier rüber. Hat auch was so ein bisschen, ne? Den ganzen Fluss und die Landschaft. Ich finde es ja interessant, dass es halt so wenig abgegrenzt ist, ne? Dafür, dass wir hier auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke sind, dass hier keine, nicht so viele Zäune sind, wundert mich ja schon, ne? Also, ist ja doch schon gut begehbar, ne? Über einen weiteren Fluss. Jetzt geht aber wirklich bergauf. Jetzt muss auf den nächsten Bahndamm, genau, auf den nächsten Bahndamm. Einen weiteren Fluss. Das
Sieht zwar sehr trocken aus, aber ich glaube, das sollte eigentlich nicht so sein. Also, das Flussbett sieht ziemlich ausgetrocknet aus, finde ich. Noch 40 Kilometer bis Aix-en-Provence. Oder war das echt so dicht an Aix-en-Provence, diese hügelige Landschaft? Scheinbar, muss ja. Aber da vorne scheint sie auch zu kommen. Wir sind ja schon die Bergketten. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte der Punktzahl. Also 7700 Punkte für Goldmedaille ist ja. Scheint ja easy machbar zu sein. Wir fahren ja schließlich gleich nochmal zurück nach Avignon. Wenn wir Marcel zu Ende sind, genau, wenn wir Marcel verlassen, fahren wir wieder nach Avignon. Schon echt eine schöne Landschaft. Ich denke mal, auf Unterschelligkeit kommt es einmal so ein bisschen vor, als ob es vor allem im hinteren Teil so gesehen etwas schwächer texturiert ist, aber das liegt auch wirklich, glaube ich, an der Hochgeschwindigkeit. Das ist halt erst so, das ist halt Zeit braucht zum Nachberechnen. Muss das noch nicht mit runterbremsen, interessant. Aber das liegt. Ja, ich weiß halt nicht mehr ganz genau, wie steil vom Prozent der Steigung das Gefälle beim letzten Mal war. Ah, 3,5% hatten wir auch. 3,5% hatten wir auch. Oh, jetzt geht's bergab. Nur mit 0,4%, da geht es wieder bergauf. Wahrscheinlich echt dicht vor Aix-en-Provence, wo es dann mehr bergab geht. Nun, da waren wir zu lange im 300er Bereich. Belastend. Na, warte mal, bis wir zum Stehen kommen. Echt nicht erkennen, ob da irgendwas davon leuchtet, ne? Weil es halt so hell ist. Aber scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Wahrscheinlich müssen wir halt einfach komplett zum Stehen kommen und können dann wieder weiterfahren. Und können uns nicht einfach daraus auslösen. Oh.
Vielleicht hätten wir auch nochmal hier aus der Bremse lösen können. Just in case. Auch eine längere Zeit hier im 300er Kilometer Bereich, kann natürlich auch sein. Nun gut, passiert. Schauen wir, was von der Verspätung wir dann in Marseille Saint-Charles ankommen. War auf jeden Fall nicht schnell genug im 300er Bereich. Ich muss mir eigentlich versuchen zu merken, was das ungefähr solche für Abstufungen sind. Von 320 runter auf 300, von 300 runter auf 270, von 270 runter auf 220, von 220 runter auf 170 und dann, ja. Das muss ich mal einbringen. Sprich, wenn es dann blinkt, wenn dann die 300 gleich blinkt, dann weiß ich, alles klar, ich muss runterbremsen auf 270. Wenn die 270 anfängt zu blinken, weiß ich, alles klar, runter auf 220. Und das dann halt möglichst schnell. Oder vielleicht muss ich auch das bestätigen, wenn es blinkt, dass ich es gesehen habe. Das kann natürlich auch sein. Müssen wir mal testen. Also. Gerade weil es ein neues System ist, wo ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer habe, wo. Auch beispielsweise wie jetzt im Gegensatz zum PZB und LZB Lavan, der auch keine Tipps gegeben hat, oder jemand Tipps gegeben hat, der davon Ahnung hat, mache ich mir da eigentlich gar nicht so den Kopf, dass ich irgendwie das für eine Zwangsau bekomme. Ich weiß nicht, warum ich mich immer auf deutschen Strecken so aufrege, wenn das passiert. Ja, weil man so gutes Geld fahren will, aber wenn es halt nicht gerade passt, dann passt es halt nicht. Aber schon, wir hatten eine sehr lange Passage, wo wir noch nicht 320 fahren konnten. Nach Aix-en-Provence. Immer schon fast 7000 Punkte, wenn wir dort sind. Interessant. Also wir haben ja schließlich nach Aix-en-Provence haben wir noch. Boah, wie waren das? 30 Kilometer? Bis Marseille? Bis zum Bahnhof von Saint-Charles? Weiß es nicht mehr. Lass uns mal einfach bergab rollen. Oder jetzt. Oh, das sieht aber auch stark aus. Schön, weiteres Tempo, wunderbar. Ich weiß, dass es gleich runter geht. Bei Aix-en-Provence. Gehen wir schon runter auf 170. 270 meine ich natürlich.
geil, hier durch die Felslandschaften zu fahren. Jetzt hier schön wieder bergauf. Wo wir dann jetzt hier auch wieder mit 270 wieder fahren können. Und zumindest so stark runterkommen, dass wir 270 erreichen ungefähr. Wir erhalten 160 Kilometer gefahren mit dem TGV Duplex. So, und das sollte dann gleich runtergehen auf 270 genau und dann auf 220. Können wir eigentlich dann bei Aix-en-Provence schon runtergehen auf 220, würde ich sagen. Jetzt haben wir die 270, die blinkt, die 300, die blinkt, deswegen 270. Die werden wir jetzt fahren, einfach mal bestätigen, sicherheitshalber. Nach dem Motto, wir haben es erkannt. Ich bin sehr gespannt, wie arg wir zu spät sind, wann wir dort sein sollen, wann wir in Marcel Saint-Charles sein sollen. Bremse. Man sogar 230. Dann gehen wir runter auf 160. 170 waren das, glaube ich, ne? Bei der Vorderschrottstrecke waren das dann 160, genau. Dann fahren wir schon mal 200. Wir sind bald bei der Schrottstrecke. Das Gute ist, bisher, zumindest in den Szenarien, wie das im Fahrplanmodus ist, weiß ich natürlich nicht, ist es ja zumindest so, dass wir hier vorgewarnt werden, wann die Schrottstrecke ist. Sprich, wir müssen uns gar nicht mehr oder weniger das einprägen, wann es kommt, wann es passiert und so weiter. Dann ist es doch 160. My bad. War ich bei der Schrottstrecke, dann nehmen wir dann die Leistung raus. War es alles komplett im Tunnel oder nicht? Das ist die Frage. Ne, wir kommen aus dem Tunnel raus. Gut. Na, das nach dem Tunnel, dann können wir ja, glaube ich, noch ein bisschen das Ganze so machen. Wir werden ja noch gerade runtergebremst, gehen noch bergab. Okay, doch kein Ende des Tunnels. Na, meint. Warum ist es nicht hell geworden? Hä? Warum geht das so arg bergab, Mensch? Was
wir das erstmal so machen. Licht an, Stromabnehmer senken. Komplett die Bremse lösen. Wir müssen ein bisschen weiter rollen. Wieder nachbremsen, dass es weiterhin so stark bergab geht. Gleichstrom. Ups, heben. Ah, so rum, alles klar. Alright. Verspätung mehr als gegeben. Okay, das heißt, das muss anbleiben und gut. Müsste man beim nächsten Mal, muss ich dann beim nächsten Mal eine Versuchung besser zu machen, wenn wir nämlich da Richtung Marseille fahren von Avignon aus. Aus Richtung Avignon. Das kann halt passieren beim First Try. Hatten wir ja ähnliche Probleme. Im ersten Szenario auch. Selber im Tutorial war das ja das Problem. Dann mache ich mir gar nicht mal so einen Kopf drum. Dass wir jetzt gerade wieder einen Stillstand hatten. Und dass ich Ewigkeiten gebraucht habe, um herauszufinden, wie es weitergeht. Und wir haben schon die Goldmedaille drin. 7700 Punkte für die Goldmedaille ist auch echt heftig wenig gewesen. Muss ich ja mal so sagen. 2 Kilometer vorher gehen wir dann runter auf 110 Kilometer pro Stunde. Ah, es passt ja gut hin. Es kommt gut hin. Das passt gut hin, genau. Das kommt gut hin. Würde ich sagen. Hier wäre schön über diese. Hey, ist schon interessant, ne? Also die finde ich so. Die Brückenbauten. Hier haben wir halt solche stahlmäßigen und da haben wir halt noch die verzierteren, sag ich jetzt mal. Schon nice. Wir fahren nach Marseille rein. Festplatte komplett überlastet. Und 2,7 Kilometer sind wir dann dort. Mit ordentlich Verspätung von über 5 Minuten. Aber wir hatten ja auch 2 Stillstände. Ne, haben wir 2 Stillstände? Wir werden 2 Stillstände hatten wir. Von daher verständlich. Na, müssen wir nochmal nachbremsen? Ne, müssen wir nicht, das passt schon. Wunderbar.
Räumen wir mal langsam. Oder haben wir sogar die Waschanlage? Dann sehen wir sie auch schon mal hier bei der Vorbeifahrt. Wo wir den Tisch eventuell sauber machen können. Da haben wir hier wieder das größer werdende Bahnhofsvorfeld von Marseille Saint-Charles. Oh, 30. Diese bei uns auch wieder lösen, dann sind wir schon bei 30 km pro Stunde und dann räumen wir 27 km pro Stunde in den Bahnsteig rein. Hätte ich sogar gar nicht nachbremsen müssen, hätten wir auch so geschafft. Dann nochmal ein gelbes Signal, aber wir sind ja auch gleich beim Ende des Kopfbahnhofs, oder beim Kopfbahnhofsende so gesehen. Schon nice, also mit dem Doppeldecker. Den Duplex, wer hier übers Bahnhofsvorfeld fährt. Das Ruhe ist, wir sind ja sowieso schon relativ langsam. Da kommen wir auch ganz gemächlich zum Stehen und können das auch mit dem Kombihebel machen. Nachjustieren können wir immer noch. Wechseln wir auch gleich den Führerstand und gehen auf die andere Seite und fahren dann wieder über Aix-en-Provence nach Avignon. Erstmal, dass wir das hier im Kopf halten. Und die Bremsen vom Kombihebel sind schon gut. Vorne kann man jetzt noch ein Plakat hinnehmen, wie ich gerade sehe. Können wir dann ja gleich machen, wenn wir die Zeit dafür haben. Und dann kommen wir zum Stehen. Und da waren 490 Punkte. Gute Arbeit. Öffnen Sie nun die Türen und erlauben den Fahrgästen auszusteigen. Währenddessen rüsten Sie diesen Führerschein ab, dann starten Sie Ihre nächste Aufgabe. Jawohl, machen wir doch. Komm, Hebel auf aus. Zugbremse auf 3 Bar. Dann aktivieren wir den Schalter neutral. Die Bremse. Setzen den Fahrmodus auf aus. Richtungswende auf neutral. Dann rüsten wir den Zug ab. Machen den Leistungsschalter auf aus. Senken den Stromabnehmer. Machen den Hauptschalter aus. Sie wollen beauftragt, einen weiteren Zug nach Avignon zu fahren. Gehen Sie zum markierten Zug und übernehmen Sie diesen. Das heißt, wir fahren gar nicht mit diesem hier zurück, sondern mit einem ganz anderen. Nein, das war die verkehrte Seite. Nein, nein, nein. Dann
steigend aus. Da vorne, wo der Typ steht, gibt es ein Plakat zum hin platzieren. Da kommen wir wahrscheinlich aber gar nicht mehr hin, sondern wir gehen jetzt hier auf die andere Seite, wo der Kollege den TGV, den wir gerade eben schon gesehen haben, auch steht. Und gehen auf die andere Seite des Zuges und steigen hier ein. Und setzen uns dann auch da vorne gleich hin. Setzen wir uns hin. Dann abstellen, beenden. Den Hauptschalter aktivieren. Stromabnehmer heben auf normal. Leistungsschalter aktivieren. Leistungsschalter schließen. Dann Richtungswender vorwärts. Wechseln wir dann auf die manuelle Steuerung. Und entriegeln hier die Türen wieder rechts. Und lassen die Fahrgäste einsteigen. Dann verriegeln wir hier wieder die Türen. Die Türen sind geschlossen. Dann erhöhen wir den Bremsdruck. Wir lösen die Zugbremse. Und geben Leistung. Und rollen aus Marseille Saint-Charles raus und bewegen uns Richtung Schutzstrecke. Erstmal 040 km pro Stunde. Später dann auch wieder deutlich schneller. Dann muss ich. Oh Gott, wie war das denn nochmal? Ja, gut, ich weiß ja mittlerweile ungefähr, welche Regelungen das sind, so gesehen. Von der Geschwindigkeit her. Sprich, wenn welche Zahl blinkt, worunter ich, wohin ich mich dann schleunigst bremsen sollte. Das sind 9444 Punkte. 7700, also das hätte schon mehr sein können, finde ich, aber gut. Beim anderen Szenario war es ja auch relativ knapp, und es war auch ein sehr einfaches Szenario. Ah, schon schön gemacht, Marseille. Und die gesamte Strecke allgemein. Und den Duplex macht super viel Spaß zu fahren. Normal. Aktivieren wir nochmal die Zugverkehrssysteme, ganz vergessen. Das sollten wir auch gleich mit dem Hinterteil auch über die 60er, in die 60er Zone reinfahren. Mal gucken, jetzt wo wir hier sowieso so langsam fahren, woran man dann die Geschwindigkeiten hier hier dingsen könnte. Sind wir bei Weich 861. Ich erkenne zumindest nicht an was. Wenn das erkennbar ist, aber das liegt auch daran, dass ich mich, wie gesagt, noch nicht mit den ganzen Signalen und whatever, wo auch man achten muss, beschäftigt habe. Und ich sowieso ja auch aus Train Simulator Zeiten auch gar keine Berührung hatte bisher mit französischen Strecken.
So, wie ich mich jetzt hier gleich bei dem Dings verhalten muss, weiß ich ja. Sollte also jetzt in diesem Fall, sollten wir sehr gut vorankommen gleich, nachdem wir bei der Schutzstrecke sind und wir auf den TGW-Modus gewechselt sind. Da gab es auch wieder ein Schild, was man ändern konnte, wo man was hinpacken konnte auf der rechten Seite auf dem Bahnsteig. Das heißt, wir haben auch hier zwischendurch an Bahnsteigen, die wir gar, wo wir gar nicht halten, haben wir Sachen, die wir platzieren können. Da sehe ich das richtig. Vielleicht spazieren wir dann einfach irgendwann mal an der Strecke entlang, um die Sachen einzusammeln. War gerade das Zeichen, wie die Weiche steht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir dahingehend aber nicht sicher. Aber dafür bin ich sicher, dass ich nicht sicher bin. Auf der Schickel, Gott, schon wieder überwuchert ist. Ja, schon nice. Dann müssen wir da schon strecken. Ich beschleunige nochmal auf 140 und dann lassen wir uns rollen. Können wir den Stromabnehmer senken? Schon mal hochschalten auf LGW. Wie kommen wir gerade auf TGW-Modus? Sind wir schon am REV-Dings vorbei? Ich glaube schon, oder? Ich weiß ja, aufs REV-Schild jetzt nicht geachtet. Läuft. Aber ich denke mal schon. Die Geschwindigkeitsvorgabe. Aber doch nicht. Schauen wir schon mal einen auf 300 Kilometer pro Stunde. Weil wenn die 300 blinkt, dann ist es eher 270. Wir halten jetzt sogar einen extra Provence. Krass. Hoffentlich jetzt auch sogar besser. Ja, ich jetzt einfach mal aus 210 sogar. Nur hoch. Weil wir eigentlich
30, glaube ich, könnten prinzipiell. Danach wahrscheinlich, wie war das nochmal runter auf 160 oder 170? Bei 230, dann gehen wir runter auf 170. Oder gehe ich nochmal runter auf 160 vielleicht? Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, ob es 160 waren oder nicht. Irgendwann sind das sogar nochmal runter auf 80? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben bis jetzt, glaube ich, noch einmal einen extra Provence gehalten und daran kann ich mich mittlerweile schon nicht mit meinen Ländern. Aber nehmen wir die 160 weiter mit. Aber 170. Wir aber schon nicht mal annähernd mehr fahren. Sondern dort um 22 nach. Heißt, wir sind schon mal pünktlich dort. Oder beziehungsweise wir werden pünktlich dort sein. Achievement Unlock TGV Over in a Flash. Schon seit Ende 200 dran, deswegen gehe ich mal von aus 200 Kilometer mit dem TGV gefahren. Die Bremsen sind schon mal runter auf 80. Müssen wir schließlich dort halten. ...1,7 Kilometer noch bis Aix-en-Provence. Wir werden mal weiter runter, wir können auch noch mal nachbremsen hier. Mit der Lokbremse. Müssen wir vielleicht sogar machen. Machen wir es mal zumindest ein bisschen. Fahren ja schön langsam rein. Da können wir, glaube ich, noch was hin platzieren. Hier auch zwei Sachen. Dann machen wir das, würde ich sagen, auch eventuell noch hier, wenn wir schon mal hier sind. Da können wir auch was platzieren. Oh, wir können hier sogar sehr viel platzieren. In Aix-en-Provence. Super gut gehalten. Wir sind auch super pünktlich hier. 2,5 Minuten zu früh. Wir haben sogar noch eine Menge Zeit, uns hier umzuschauen, eigentlich, wahrscheinlich, hoffentlich. Und Sachen zu platzieren. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir früher losfahren. Weiterer Erste-Hilfe-Punkt. Weiteres Poster. Können wir sogar hier hingehen? Ne, können wir nicht. Ja, wir sollen noch warten bis 22:30. Also noch 2 Minuten Wartezeit. Das ist ja der Wahnsinn. Kommen wir hier raus? Nein. Kann sein, kommen wir hier hoch? Ja. Gut, gibt ja auch irgendwie Sinn, da wir ja auch hier auf die andere Seite kommen können müssten. Laufen wir erstmal hier weiter. Ist ja auch nicht relevant, dass ich jetzt alle Sachen mit sammel, mit einpacke und so. Oh! Animation. Nice. Hier nehmen wir auch noch zwei Sachen, genau. Waren jetzt sogar noch mehr als zwei Sachen. Noch ein Plakat. 3 von 12.
2 von 12 Strecken kann. Und ich meine, hier hinten war auch nochmal ein Plakat und nochmal ein Erste-Hilfe-Koffer. Oder hängt der da schon? Nee. Das hat sich jetzt gelohnt, hier dieser Stopp, wo wir als unfassbar früh dort waren. 3 von 12. Und nochmal ein Erste-Hilfe-Koffer und das war's, glaube ich, auch gewesen. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Könnt nochmal durch den Zug gehen. Soll über rechts hier noch schaffen bis nach vorne. Bei eine halbe Minute haben wir nur noch. Bleiben wir doch mal lieber draußen, da ansonsten geht's immer hoch und runter und hoch und runter. Oh, ich hab noch ein Plakat übersehen. Jedenfalls der Poster. Sollte ich muss aber jetzt wirklich sputen, um wieder vorne rechtzeitig da zu sein. So, erstmal nach vorne gerannt wie ein Bekloppter. Können wir die Tür hier wieder schließen? Vielleicht haben wir sogar noch was vergessen. Wobei ich jetzt auch gerade nichts mehr sehe. So, dann bim bim bim. Bremse lösen natürlich noch. Bremse lösen, dann können wir voranschreiten wieder. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie was auf dem noch was übersehen hätten oder noch was mitnehmen hätten können hier auf der linken Seite. In Richtung Avignon, aber ich glaube hier, wir haben alles mitgenommen auf der linken, auf der ja, auf der Richtung auf dem Bahnsteig, an dem wir halten, wenn wir Richtung Avignon fahren. Dann beschleunigen wir mal wieder. Wir sind, oder sollen in 16 Minuten sollen wir jetzt in Avignon halten. Noch 67 Kilometer. Jetzt sind wir auch wieder auf der Hauptstrecke. Noch erheblich unter dem Tempolimit, aber damit war ja zu rechnen. Jetzt dürfen wir 300 fahren. Dann schalten wir mal die Geschwindigkeitsausfahrt und erhöhen sie auf 300 Kilometer pro Stunde. Jetzt mal gespannt, ob wir es diesmal hinbekommen, Avignon zu erreichen ohne eine Zwangsbremsung. Bin ich sehr gespannt. Ich gebe ihm alle Grüße in Mühe, das steht schon mal fest. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Ne? Ist ja wie es ist, kann man nicht ändern, passiert halt. Das Szenario dauert auch deutlich länger als erwartet. Ne? 60 Minuten war da, es dauert 60 Minuten zu erwarten. Zu rechnen, wir sind schon bei 60 Minuten. Von der Aufnahme bin ich bald bei 60 Minuten. So viel zum Thema. Ach, das dauert nur 90 Minuten, die beiden Szenarien. Kann ich die beiden Szenarien ja sogar noch vor dem nächsten Livestream machen. Aber nein, es klappt nur eine Aufnahme. Geht hier wieder ordentlich bergab. Das ist aber schön mit den Felsstrukturen hier. Der Abschnitt, der ist auch wirklich super zum Geschwindigkeit aufbauen. Wenn es nicht bergab gehen würde, würden wir noch mehrere Kilometer brauchen, bis wir überhaupt zu der Geschwindigkeit kommen. Also mit dem Momentum erreichen und so kommen wir sehr schnell und den Momentum aufbauen. Und so auf 285 Kilometer pro Stunde beschleunigen.
werden wir jetzt auch wieder einen Abstand haben. Da werden wir wahrscheinlich auf 300 Kilometer pro Stunde hinzukommen. Wir erreichen sie zumindest fast. Wir müssen noch nicht bei diesem Hügel nachjustieren mit der Lokbremse, aber das kommt, glaube ich, nach dem nächsten oder übernächsten Hügel. Ich glaube schon nach dem nächsten. Wir werden nicht so viel Tempo verlieren hier. Nicht genügend zumindest. Noch 13 Minuten. Müsste aber zeitlich eigentlich passen. Müssten wir aber zeitlich hinbekommen. Wenn man zwei Sachen auf einmal sagen würde und beide gleichzeitig sagt, oder beide vermischt, man kennt's. Was ich auch gut finde, dass der Warnton, das Gebimmel da ist. Und je länger man wartet, desto lauter wird es. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Kommen Sie mal ein bisschen nach. Wir können das Tempo gerade gut halten, das ist sehr gut. Wir können fast prinzipiell sogar noch ein bisschen die Bremse lösen, aber... Jetzt können wir die Bremse lösen. Jetzt haben wir auch die 300 Kilometer pro Stunde. Und rollen oder flitzen nach Avignon. In 3,9 Kilometern dürfen wir auch wieder ein bisschen schneller fahren. Wir müssen aber zuvor noch ein bisschen nachdüstieren wieder mit der Bremse. Da kommt dann schon wieder der nächste Hügel, der bergab geht. Die Landschaft ist schon nice. Das Hügelige und so, das macht es halt noch viel. Da kommt halt wieder so eine leichte Challenge schon mal rein, dass man halt wirklich das Tempo ungefähr hält. Dass man nicht allzu viel Tempo verliert, aber dass man halt auch nicht zu schnell wird und so. Hier muss man echt schon so eine perfekte Mischung finden. Ausrollen lassen und nachbremsen und... Ah, schon nicht schlecht. Gefällt mir auf alle Fälle sehr gut hier zu fahren. Auf der LGV Mediterranee. Teilweise so ein bisschen aus, wenn man da vorbeifährt, bevor sich die Masten wirklich aufploppen. Der Strommast gerade eben sah ganz kurz aus wie ein Flugzeug, was in der Ferne war, aber war dann doch was anderes. So ungefähr, ich glaube, wie viele Kilometer vor Avignon war das? 15 Kilometer vor Avignon wird es ja, glaube ich, wieder, geht es ja, glaube ich, wieder spannender für uns daher. Im Punkt, dass wir halt dann ordentlich runterjustieren müssen. Die ganze Zeit wieder mit Fernlicht gefahren hier. Ich würde schon gerne auch den anderen Teil irgendwann mal haben. Also, wir haben ja, wie gesagt, gerade nur zwei Fünftel. Die Strecke sind ja nur zwei Fünftel der LGV Mediterranee. So, den nördlichen Teil würde ich auch schon mal gerne haben. So, aus einer Erweiterung hierfür wäre nicht schlecht. LGV Mediterranee, wie wir sie aktuell haben. So, und
Dann können wir die Bremsen wieder lösen. Die Lokbremse, 38 Kilometer noch. 8 Minuten, 8,5. Wir haben mehr als doppelt so viele Punkte, wie wir bräuchten für die Goldmedaille. Ich finde das, also im Gegensatz zum vorherigen Szenario, finde ich das jetzt von der Punktezahl echt sehr, sehr großzügig für die Goldmedaille. Also dir keine Goldmedaille zu bekommen, dann musst du ja... kriegst du ja nicht hin. Du musst ja permanent so schnell fahren. Und permanent so schnell fahren, kriegst du halt nicht hin. Kilometer. Dauert nicht mehr lange wieder bis zum spannenden Teil. Vor allem jetzt sind wir ja wieder im Abschnitt, wo es eigentlich hauptsächlich gerade vorangeht und nicht mehr so ganz hügelig ist. Da ist das einzige Hügelige der Bahndamm. Fahren wir über die erste Flussbrücke rüber. Kommen wir noch eine zweite auf alle Fälle. Aber ich finde es cool, dass wir halt so noch, also dass dass wir eine französische Hochgeschwindigkeitsstrecke haben. Italien wäre natürlich auch nice, da gibt es ja auch Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ach. Da wird noch so viel auf uns zukommen. Ich glaube, das können wir uns noch gar nicht erahnen, was wir alles für geile Strecken und geile Züge noch geliefert bekommen. Von der ITG oder sonstigem. Okay, wir sind jetzt 20 Kilometer Radius vor Avignon. Heißt, langsam, aber stetig muss ich mich darauf mental vorbereiten, dass wir stark runterbremsen. Kann sich nur noch um ein paar tausend Meter handeln. Also hier lang zu fahren ist echt nice, auch mit dem TGV Duplex. Das ist ein komplett anderes Feeling, ist halt wirklich einfach durch. Schnell durchs Land fahren, passiert nicht wirklich viel. Und man kann halt wirklich bei dieser Fahrt echt so mehr auf die Szenerie achten. Okay, jetzt sind wir 50 Kilometer Radius. Gehen wir, würde ich sagen, schon mal runter auf 300.
nächsten Kilometer. Dann haben wir auch schon die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 300 Kilometer pro Stunde. Die wir mittlerweile sogar schon einhalten. Wunderbar. Kann uns hier erstmal nicht mehr allzu viel passieren. Blinkt noch, jetzt sind wir bei der 300, die nicht blinkt, bremsen nochmal nach mit der Lockbremse, dass er doch gleich bergab geht. 0,8% zwar nur, aber es geht bergab und auf 270. Die 270. Runter auf 220 oder 230. Haben wir dann jetzt auch. Runter auf 170, war das 170? Ich meine schon. Könnte auch 160 gewesen sein, natürlich, ne? Gehen wir runter auf 160. Schleudigen können wir hier immer noch. Okay, 200 waren es sogar nur, runter auf 200, dann geht es einfach runter auf 170 oder 160, who knows. Aber wir sind ja sowieso gleich da, wir müssen ja eh halten, von daher passt das ja. Wie viele Kilometer vor Aix-en-Provence habe ich angefangen zu runter zu bremsen auf 80? Das war auch, glaube ich, so in diesem Bereich hier, ne? Glaube ich 3 Kilometer vorher oder knapp 4 Kilometer vorher. Aber halt nur mit der Geschwindigkeitsbremsung. Ich meine schon. Haben wir noch 2 Kilometer bis zum Halt in Avignon. Wir sind pünktlich. Vielleicht ein bisschen spät dran, weil wir doch echt früh schon hier reinbremsen, aber lieber zu früh als zu spät und so, ne? Auf 100 und einen Kilometer vorher können wir jetzt runtergehen auf 40. Fahren wir mit 40 vielleicht in den Bahnhof rein. Und können dann auch gut halten. Gemächlich erhalten. Vorne haben wir auch wieder ein Schild, wo wir was anbringen können. Hier können wir auch was anbringen. Erste-Hilfe-Koffer. Für Erste-Hilfe-Kasten. So, das ist ja richtiger. Aber dazu werden wir, glaube ich, gar nicht kommen. Da wird da nicht mehr langlaufen.
Aber ist ja auch nicht verkehrt. Auch nicht schlimm. Legen wir auch die Zugbremse wieder an. Und öffnen hier die linke Fahrgasttüren. Dann verriegeln wir die Türen. Und dann müsste unsere Fahrt hier auch komplett zu Ende sein. Dann steigen wir wahrscheinlich noch mal kurz aus und ein weiterer Fahrer fährt dann weiter in den Norden. Gute Arbeit, damit sind alle ihre Aufgaben hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Wird dann quasi also auch simuliert, dass wir hier weiterfahren würden, prinzipiell. Marseille und zurück. Ja, schon ganz gut. Da haben wir hier die beiden Probleme. Ja. Aber ansonsten sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So ganz coole Kurve, 4,75 Meter. Der halt in Marseille Saint-Charles auf Gleis D. Aber die Haltegenauigkeit dafür. Doch, dafür konnten wir was. In Aix-en-Provence TGV Gleis 4 3,6 und dann am Ende nochmal 3,63. Wir sind Level 37, haben jetzt noch 447.000 Punkte. Wir sind Level 6 auf der LGV Mediterrane. Und auch Level 6 im TGV Duplex. Wir haben 1 Stunde 12 benötigt, fast 13 Minuten mehr als erwartet. Haben dafür aber auch 186 Kilometer runtergeklotzt und fast einen Kilometer gelaufen. Haben 18.730 Punkte bekommen. Das sind 11.030 Punkte mehr, als wir für die Goldmedaille benötigt hätten. Und haben dementsprechend auch die Goldmedaille bekommen. Und dann schauen wir nochmal an, welches Szenario wir denn morgen fahren. Morgen fahren wir das dritte Szenario. Ein Problem. Übernehmen Sie die Steuerung eines Hochgeschwindigkeitszuges nach Marseille und erreichen Sie Ihr Ziel ohne Probleme. Klingt nicht danach, dass es keine Probleme geben wird. 40 Minuten soll das Ganze dauern. 3 von 5 Schwierigkeit ist mit zu erwarten. 7000 Punkte für die Goldmedaille. Und wir fahren nicht mal die komplette Strecke. Von Avignon nach Marseille. Das Ganze dann morgen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, dass ich dann morgen im nächsten Szenario von der LGV Mediterrane wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Friends Number 2 Video.